Du kritisierst dich ständig für alles, fühlst dich für alles verantwortlich, kannst kaum Nein sagen und fühlst dich so oft schuldig. Und in diesem Film zeige ich dir, warum das so ist und was du ganz konkret machen kannst, um da rauszukommen. Mein Name ist Dr. Birgit Zottmann, ich bin Hypnosetherapeutin und Coach und habe mich spezialisiert auf Traumafolgestörungen und Angst. Wenn dem Kind Sicherheit, Geborgenheit, emotionale Unterstützung auf Dauer vorenthalten bleibt, es einfach nicht ausreichend bekommt, dann hat das Auswirkungen, Konsequenzen. Und die bestehen daraus, dass es zu einer verzerrten Wahrnehmung führt von sich selber und von der Umwelt. Aus dieser verzerrten Wahrnehmung können Schuldgefühle und Scham entstehen. Schuld ist, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Scham ist etwas, wenn wir falsch sind. Und das ist ein riesengroßer Unterschied und das ist sehr komplex und das eine führt zum anderen. Schuld und Scham. Warum entwickeln Kinder Schuldgefühle? Erstens, sie brauchen einen Nährboden dafür. Und das ist dieser besagte Nährboden aus. Es werden ganz bestimmte Bedürfnisse nicht ausreichend befriedigt. Oft nenne ich das Trauma oder Entwicklungstrauma. Das ist aber nicht das große Ding, an was wir denken, sondern diese ständigen Verletzungen, dieses ständige Fühlen eines Kindes, dass es nicht gut genug ist. Und welche Faktoren sind es nun, die zur Schuld führen? Erstens, das Kind versucht eine Erklärung zu finden, warum Dinge passieren, warum Mama so schreit, warum Papa nie da ist, warum sich die Eltern zoffen. Das Kind versucht immer eine Erklärung zu finden und Kinder finden diese Erklärung in sich selber. Das ist absolut normal. Kannst du dich daran erinnern, dass deine Eltern dir vielleicht gesagt haben, wenn du den Teller nicht aufisst, wird das Wetter morgen nicht gut? Das ist sowas. Kinder glauben das. Die glauben nicht nur an den Weihnachtsmann. Die glauben, dass ihr Verhalten, dass ihr Dasein Schuld hat an dem Verhalten der Eltern. Zweiter Punkt ist, Kinder wollen damit auch Bindung erhalten. Kinder brauchen die Bindung. Sie wissen, alleine können sie nicht überleben. Es ist ausgeschlossen, alleine zu leben für ein Kind. Und deswegen übernimmt es lieber selber Schuld. Ich habe mich falsch verhalten, ich bin falsch, als die Eltern dafür anzuklagen. Kinder fühlen sich oft schuldig, weil es den Eltern schlecht geht. Wärst du nur nicht da? Wärst du anders? Kennst du sowas? Das Kind fühlt sich schuldig und Scham entsteht. Es ist da und es ist fehlerhaft. Und das passiert in ganz, ganz vielen Elternhäusern, in normalen Elternhäusern. Ist es dir passiert? Ich habe mich für meine Eltern verantwortlich gefühlt als Älteste von vier Kindern. Habe ich natürlich das Leben meiner Mutter sehr geprägt. Ein Leben, in dem sie immer unzufrieden war, unglücklich, weil das eigentlich nicht ihre Lebensvorstellungen waren. An diesem Unglück war ich immer beteiligt, weil ich ja die Veränderung eingeleitet hatte, nämlich die Familie. Das habe ich sehr oft zu spüren bekommen, nicht in Brutalität und in Verletzungen, in Worthülsen wie: Ja, wenn es dich nicht gäbe, was wäre dann? Dann hätte ich das und das machen können. Wenn du nicht da gewesen wärst, wäre mein Leben ganz anders verlaufen. Vierter Punkt, Eltern werden idealisiert und die Beziehung zu Eltern wird aufrechterhalten. Wenn ich mich schuldig fühle, wenn ich falsch bin, dann kann ich weiterhin mit meinen Eltern kommunizieren. Und das erlebe ich in meiner Praxis sehr, sehr oft.
wo ich sehr grausame Sachen zu hören bekommen habe, wo Eltern trotzdem gepflegt werden, ohne dass da nur ein Ausgleich stattgefunden hat, ohne dass Eltern sich reflektieren und sagen, da habe ich was falsch gemacht. Nein, das übernimmt das Kind und auch teilweise der Erwachsene. Ich war falsch. Ich, mein Benehmen war so und so und ich war immer laut. Die Eltern haben keine Schuld. Ganz gleich, was sie gemacht haben. Und das führt immer zu Problemen, zu Glaubenssätzen. Ich bin nicht wichtig. Ich bin nicht gut genug. Du kennst sie ganz bestimmt. Was kannst du jetzt tun? Der erste Schritt ist, wenn es wirklich sehr traumatisch ist, mach eine Traumatherapie. Probier mal EMDR aus oder andere Methoden wie Hypnose. Lass dir helfen. Oder arbeite an deinen Glaubenssätzen. Ich bin nicht gut genug. Was heißt das? Wo fühlst du es? Verändere es. Der zweite Punkt, entwickle Selbstmitgefühl. Ich erlebe es bei Klienten, die ich in die Kindheit führe, die für so ein 5-6-jähriges Kind überhaupt kein Verständnis aufbringen kann. Und das ist wichtig, dass du für deine Teile, für deine inneren Kinder Verständnis aufbringst, für dich Verständnis aufbringst. Du hast das Recht, auf glücklich zu sein. Du hast das Recht, da zu sein. Der dritte Punkt ist, ja, die Schuld zu hinterfragen. Stimmt es? Die Geburt meiner Person hat in dem Leben meiner Mutter zu drastischen Veränderungen geführt. Ja. Ist das meine Schuld? Nein, absolut nicht. Mein Erstgeborener hat keine Schuld, dass mein Leben sich verändert hat. In einem anderen Video werde ich dir zeigen, wie du Gefühle veränderst. Arbeite dran, mach dir es klar. Ich bin nicht schuldig. Und ich fühle es auch nicht mehr. Verändere das Gefühl. Und bitte suche dir Unterstützung. Es geht so, so vielen Menschen wie dir. Es geht ganz vielen Menschen so, wie es dir geht. Suche Unterstützung. Ich habe dazu eine Facebook-Gruppe aufgemacht. Wie immer, schreibe mir Kommentare. Melde dich bei mir, wenn ich dich unterstützen kann. Bis dann. Tschüss.